Okay, Kokoto wäre gerettet, sagen wir es mal so, vor dem fiesen Astalos. Wir reden gleich nochmal mit dem Dorfchef. Natürlich will jetzt jeder wieder mit uns reden, aber das machen wir jetzt gerade nicht alles. Wir reden mit dem Dorfchef und dann gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Dorf. Jetzt erstmal hier. Täusche mich meine Augen? Du hast den Astalos erlegt und bist heil mit trockenen Hosen zurückgekehrt? Ich meine, ich dachte mir eigentlich schon, dass du es schaffen könntest. Aber ich bin sehr beeindruckt, Kleiner Jäger. Das war bemerkenswert. Lass mich dir als Dorfchef dieses Schwert geben. Mit derselben Klinge habe ich in deinem Alter Wyvern gejagt. Es steckt in einem Stein hinterm Haus, in dem du wohnst. Es ist wirklich ein richtiges Geschenk von mir, Kleiner. Du hast es dir verdient. Okay, Kokoto-Schein. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Das Schwert des Helden ziehen wir jetzt natürlich auch nochmal. So viel muss sein. Sehr, sehr schön. Heldenklinge dann die Objektbox geschickt. Eine neue Auszeichnung. Wunderbar. Und damit reisen wir nach Pocke, um zu schauen, was da so vor sich geht. Den Astalos haben wir jetzt vertrieben. Und ja, in Pocke wird es wahrscheinlich ähnliche Probleme geben. Kann man sich ja wahrscheinlich schon denken. Oh, was willst du denn? Ach so, du willst irgendwas. Deswegen ist da wahrscheinlich im Berner wieder was aufgeploppt, oder? Mal schauen. Ach, hallo, Jäger. Ah, es gibt da etwas, das du wissen solltest. Also das Haus, in dem du lebst. Nun, ich habe da wohl ein klitzekleines Loch in der Sache gemacht. Ohne Absicht. Ich wollte nur ein bisschen Schnee vom Dach schippen. Und dann bin ich ausgerutscht. Ich habe noch versucht, mich abzustützen, bin aber mit dem Bein eingebrochen. Ein feines Oberlicht eigentlich. Naja, ich traue mich kaum zu fragen. Und kannst du mir Materialien besorgen, damit ich den Schaden reparieren kann? Ich habe schon mit dem Dorftischler gesprochen. Der meinte, da wäre erlesenes Zeug verbaut worden. Laut seiner Liste benötige ich Yukomo-Holz, ein Artikelgeweih und einen Stammdorn. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass man Dächer so baut. Seltsam, was? Tut mir ebenfalls echt leid. Bis auf das Yukomo-Holz findest du alles im Schneegebirge. Die Einzelheiten stehen im Anfragenprotokoll. Oh, und bitte liefer alles direkt zum Händler. Okay, das war das also. Ja, gut. Aber wieso Yukomo-Holz? Was zur Hölle? Wieso baut man hier in der Region mit Yukomo-Holz? Naja, ja, lesendes Zeug eben. Wurde irgendwie importiert. Gut, das hatte nichts damit zu tun. Ich dachte, es wäre irgendwas Übergreifendes, aber nein. Das war einfach bloß ihre Sache. Achso, warte mal. Es ist ein Berner, okay. Gut, dann sprechen wir mit der Pocket-Dorfchefin. Jäger, du kommst gerade recht. Erinnerst du dich an den Gamot, der während deiner Quest aufgetaucht ist? Er ist vor kurzer Zeit im Schneegebirge gesehen worden. Nun können wir ihn zähmen. Du musst ihn wohl mehrfach ins Überbraten, bevor es losgehen kann. Wenn er Einwände hat, dann wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als deine Muskeln spielen zu lassen. Du musst dich ohnehin darum kümmern, denn das Biest überfällt die Dörfer auf der Suche nach Nahrung, die es in den Bergen nicht findet. Pockes Zukunft steht auf dem Spiel. Okay, der unnachgiebige Koloss. Na gut, dann werden wir uns um ihn kümmern. Hilft ja nichts. Jetzt schauen wir ganz schnell nochmal die Axela-Klinge. Ja gut, die können wir überhaupt nicht machen. Axelion-Klinge, Axela-Klinge. Ja, okay. Und Rüstung? Astolos. Ich meine, sie sieht halt schon cool aus, muss man einfach sagen. Aber auch da können wir es halt ziemlich vergessen, die irgendwie zu machen. Ja. Da geht nichts. Der Kopf nochmal, wie sähe der aus? Ja, ja. Man könnte ihn nehmen. Sagen wir es so. Ich muss mich irgendwann daran gewöhnen, dass wir irgendwie so einen Rittershelm bekommen. Und wir würden natürlich den Helm nehmen. Der ist natürlich auch schon ziemlich cool. Na, mal sehen. Jetzt, gerade eben, müssen wir noch mit unseren Öhrchen klarkommen. Ansonsten will hier niemand mit uns reden. Okay. Dann gehen wir auch einfach gleich die Quest an. Das passt so schon ganz gut. Nullbären. Ja, Nullbären können wir hier mal mitnehmen. Blitzelement finde ich geht noch. Aber Eis kann dann sehr eklig werden. Weil es auch länger geht, ich sag mal so. So, ich will mal schauen. Ich kann hier auf den. Huch. Ach so, okay. Was kann ich überspringen?
Ach, okay. Ja, du hast bekommen. Wow, krass. Aber Rest, Holzrest, Diamantsamen. Wow. Das ist krass. Wieso habe ich dich da nochmal hingeschickt? Ich meine, wir können mal... Hat Lucifer noch Lust? Nee. Nee, hat er halt überhaupt nicht. Okay, tschüss. Ja. Händler können wir auch abholen. Ja gut, davon haben wir beides nicht. Objekte nehmen. Ja, Harzpflanzen, Steine. Noch 6 Stück. Gut. Das ist okay. Wobei es nicht das ist, was ich... Wieso habe ich Harzpflanzen genommen? Ich hätte eigentlich... Ah ja, Talismane abholen. Was haben wir denn? Schätzen. Schnellaufbau plus 3 und 1 Slot. Na, okay. Von mir aus. Haben wir noch irgendwelche Mülltalismane zum Verschmelzen? Großraum plus 1. Kälteabwehr B plus. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Ansonsten, was haben wir noch? Wir bräuchten neue Katzen, das ist das. Ja, wir brauchen Honig. Wir kaufen uns eine Katze. Ach, habe ich jetzt eigentlich die Anforderungen geändert oder haben wir jetzt immer noch die Dämonenkatze? Ja, okay. Zweite Dämonenkatze. Wir haben da einfach einen Haufen Klonkatzen, die für uns arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber egal. Heilen, blocken. Ich habe keine Ahnung, was da die beste Wahl ist, um ihn einfach bloß arbeiten zu lassen. Eher nichts von denen, ne? Komm, nehmen wir den. Nehmen wir Brand. Nein, Brand passt. Können halt auch mehr nehmen, aber nee, ich tue jetzt mal Kameraden scouten. Nach Fähigkeiten. Keine Ahnung. Was ist denn da am besten? Charisma? Charisma ist ja aber eigentlich nicht das, was dort hilft. Nee, komm, beliebig. Beliebig. Wir haben jetzt gerade eigentlich unsere Katzen. Da können wir dann eigentlich beliebige Sachen suchen. So, jetzt können wir die andere Katze aber nach Honig ausschicken, weil den brauchen wir ganz dringend. So. Das ist nicht richtig. Wir brauchen noch dringend mal Kameradenausrüstung. Händler, Objektbestellung, Handel. Ach, wir haben bloß einen Wagen. Ich brauche nicht mehr Harzpflanzen gerade eben. Ja, Gareth ist es natürlich erledigt, deswegen schicken wir Brent. Nicht Harzpflanzen. Ach, weil ich noch keinen Honig machen kann, deswegen. Ja, dann mach keine Ahnung. Haben wir noch genügend Schlafkraut? Schneekraut. Da. Nee, haben wir nicht, weil jetzt haben wir 22 Harzpflanzen. Das sollte erstmal reichen. Wir machen mal 3 Runden. Ja, von mir aus ein extra Apfel. Ja, komm. Wir machen es so. Das wird so schon besser passen. Okay, ich habe noch genügend Megatränke gehabt. Das ist sehr, sehr gut. Dann passt das ja. Dann können wir nochmal kurz nach den Unterstützungsaktionen schauen. Blob. Also ja, okay, du hast jetzt nochmal eine. Für Blob, was nehmen wir denn für Blob? Auskratzen. Ihr habt alle Kram aus dem Boden, den man auf Monster werfen kann. Achso, das habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da fliegt dann halt viel, viel Mist durch die Gegend. Ich sag's mal so. Ich weiß nicht, ob ich dir irgendwie so eine Bombe geben soll. Das geht meistens eher weniger gut, ne? Stellt etwas Gesundheit beim Spiel an Kameraden wieder her. Ich meine, solange du... Nee, du hast ja nichts anderes. Ja, komm, wir nehmen Dungbomben, falls mal mehrere Biester in einem Gebiet sind. Das benutze ich ja eigentlich eher selten, aber die Katze kann es benutzen. So, du hast auch nochmal 2 neue. Anti-Monster-Mine. Legt eine Mine, die explodiert, wenn ein großes Monster auf sie tritt. Oh. Und Schockfallengefängnis ja auf jeden Fall. Sehr gerne und das nehmen wir auch. Okay, nice. Das gefällt mir doch schon mal. Achso, halt SP-Horn.
Achso, können wir eh noch nicht machen. Das heißt das Symbol. Okay. Dann können wir hier raus Kameradenfähigkeiten, will ich jetzt nochmal, weil da haben wir ja auch noch genügend. Für Blob. Was könnte Blob denn haben? Anti-Haftfell. Nicht unbedingt. Konterboost. Ein Schützungsbalken füllt 2 Schaden schneller auf. Höhere Aktionsrate. Okay. Ich meine, gerade eben haben wir Trödeltreiber. Ja, schimpft andere aus und Gift aufheben. Brauchen wir jetzt nicht wirklich Gesundheit plus Gesundheit plus. Weil Wind und Gift aufheben ist nicht so mega. Anti-Haftfell jetzt auch nicht. Nee, dann nehmen wir die Gesundheit. Das passt schon. Ja, perfekt. Und bei dir... Ich dachte, Unterstützungspriorität. Findet den Unterstützungsbalken schneller auf, senkt aber Angriff und Verteidigung. Beschleunigt eine Unterstützungsaktion mit Horn und kann maximale Gesundheit bei Einsatz von Gesundheitshorn steigern. Oh, das ist schön. Ausdauerentzug, aber ich will ja eigentlich nicht, dass sie unbedingt so viel angreift. Verteidigung, naja, das hebt es dann so ein bisschen auf, wenn wir da Verteidigung dazu bekommen. Ja, komm, nehmen wir es mal so. Weil, ja, Blob soll ja größtenteils, Flausch soll ja größtenteils unterstützend wirken. Ich weiß eh nicht, wie ist denn sie? Sie ist auf nur Große ausgerichtet, aber wie kann man das überhaupt ausrichten? Vielleicht ist Flausch einfach auch falsch aufgestellt, ich sag's mal so. Weil wenn ich jetzt Kameraden scouten auf Fähigkeit, Ausrichtung, nee, beliebig, nur kleine, liebe kleine, ausgewogen, ja, nee, okay. Und hier ist halt heilen, ja gut, dann kann ich da nichts anderes machen. Man könnte auf nur kleine machen und wenn keine kleinen Monster im Gebiet sind, dann greift sie oder dann macht sie ihr Unterstützung, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Okay, dann Gamot, würde ich sagen. Hilft ja nichts. Probieren wir uns an der Gamot, der unnachgiebige Koloss. So, wir essen nochmal schnell. Dann würde ich... Achso, halt, so rum. Da würde ich sagen, geht's auch schon los. Oh, stimmt, wir hatten vorhin ja gar nicht den Verteidiger plus 2, richtig. Das hätte natürlich auch geholfen. In vielen Aktionen. Ich denke mal, deswegen hat der Schaden manchmal so reingehauen. Okay, nice. Kann jetzt zumindest sein. Ich kann es jetzt darauf schieben. Klar, es lag natürlich auch daran, dass ich einfach ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Das ist schon richtig. Aber so generell... Also man merkt das dann, denke ich, schon. Na, beides habe ich nicht, verdammt. So, Bombengehäuse können wir jetzt auf jeden Fall wieder herstellen. Das ist schön. Jetzt ist nur die Sache, wo war Beruhigungsmittel? Das haben wir doch schon mal... Haben wir das noch nicht hergestellt? Da, nee. Nein, Lärmpilze haben wir keine mehr. Ah, die haben wir das letzte Mal gekauft, nicht wahr? Ich glaube schon. Heißgetränk, Betäubungsmittel, ja. Unschön, die jetzt zu kaufen, aber es hilft nichts. Okay. Weil wir brauchen auf der Farm auch erst Zugang zu Pilzen. Dass wir die noch nicht haben, verstehe ich gerade nicht ganz. Also, jetzt können wir auf die Kombiliste gehen. Was? Wieso geht das denn nicht, das daraus zu kombinieren? Das ist doch doof. So, wunderbar. 10 Bomben reichen ja auch vorerst mal wieder. Können die bloß 8 mitnehmen? Richtig. Okay, jetzt halt. Heißgetränke. Ich nehme mal 2 mit. Ich weiß nicht, wie lange die Quest geht, aber 2 sollten passen. Auf geht's! Wenn wir den Gamot zähmen können, haben wir eine Attraktion, die uns bekannter machen wird als Berner und Yukomo zusammen. Man kann Monster nicht zähmen? Pah, versuch es doch wenigstens. Aber wieso steht da jetzt den?
Die Bullfangos mussten es ja versauen, nicht wahr? Wenn die nicht gewesen wären, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Gut, damit haben wir aber... Ja, eigentlich, also ich habe zumindest gehört, dass Gamot immer weiblich sind. Aber da stand jetzt der Gamot theoretisch. Also von dem her, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich werde es einfach mal so beibehalten, dass es eben immer weibliche Gamots sind. Und dann machen wir sie eben platt. Mal sehen, ich bin gespannt, wie das laufen wird, weil es ist ja doch schon ein Riesenbiest. Die Katzen gerade eben war aber auch schön. Ich muss sagen, die sind tolle Katzen, auf jeden Fall. So, wupp und da nochmal hoch. Wunderbar. Okay, und dann sind wir auch schon gleich oben. Ich weiß immer nie, ob das wirklich so viel schneller, aber eigentlich schon. Ich denke schon schneller als durch komplett 4 eigentlich und dann komplett 5. Es braucht auch schon eine ganze Weile. Und so sind wir dann eigentlich direkt oben. Ich schätze mal, dass sie in Gebiet 6 kommt. Alles andere wäre ein bisschen klein. Hier ist es zumindest schon mal nicht. Dann schauen wir mal, ob die Cutscene in 6 stattfindet. Wie gesagt, ich denke mal schon. Weil Gebiet 8 wäre ein bisschen komisch, oder? Auch wenn sie dort kämpfen kann, wäre die Cutscene halt ein bisschen komisch. Nö, okay, es ist eine 8. Von mir aus, ich habe nichts gesagt. Das eine Mal, wo ich nicht denke, dass es in Gebiet 8 ist, da ist es natürlich dort. Es ist wieder so klar. Ja, gut. Ist ja zum Glück kein weiter Weg. Wir sind ja direkt dort. Die Gamot. Oder Gameth, wie auch immer man es sagen will. Keine Ahnung. Ist mir dem letzten ein bisschen aufgefallen. Oh Gott. Dass ich ja... Barath spreche ja so aus. Aber die gleiche Aussprache müsste ich dann eigentlich ja auch für Gamot oder eben für Gameth bringen. Ich weiß es nicht. Gamot finde ich... geht irgendwie... Barot klingt aber irgendwie komisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist... Ich halte mich da irgendwie selber nicht an meine eigenen Regeln. Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, wie ich das genau halten soll. Ich habe es mir seit damals an... oh Gott, das hat mich eingefroren? Wow. Ich habe es mir seit damals angeeignet, sie Gamot zu nennen. Deswegen werde ich dabei auch wahrscheinlich bleiben. Und Barath werde ich eben weiterhin Barath nennen. So, dadurch, ich weiß nicht ganz, ich meine, wir brauchen ja auch für die Nebenquest so ein Dorn und diese Dornen bekommt man von den Beinen, das Gamot, von dem her, ich denke mal, ich werde mich größtenteils auf ein Bein konzentrieren, damit wir das einfach auch bekommen, oder zumindest hoffentlich bekommen, so ein Dorn. Es sind aber nicht bloß die Vorderbeine, nicht wahr, es sind auch die Hinterbeine, oder? Ich hoffe es zumindest. Oh, aua. Voll ins Gesicht getreten. Oh Gott! Das war gefährlich. So ein bisschen. So, oh nö. Was passiert hier? Okay. Ich hatte aber ein bisschen Panik. Aber sowas kann man natürlich machen. Einfach mal, auch wenn man Panik hat, einfach mal schnell die, den Konter zücken. Und dann sind die meisten Sachen doch schon ein bisschen entschärft. Man kann manchmal blöd dastehen, ja, aber selten, würde ich sagen. Ist der Fall, dass man dann irgendwie Probleme bekommt. Ins Gesicht. Oh Gott, das hat gar nichts gebracht. Oh Gott, das auch nicht. Toll, ich prall kommt. Ach so, natürlich, weil ich füllen muss. So blöd. Deswegen prall ich komplett ab. Ich dachte schon. Das hat nicht getroffen? Wow. Wo sind da die Hitboxen von ihr? Weil irgendwie... Das hätte... meiner Meinung nach zumindest treffen sollen. Okay, das war eher dein Bauch, aber egal. Hier nochmal ein bisschen draufhauen. Was machst du überhaupt gerade eben? Das ist aber meistens... Au, was? Was war das denn gerade? Au. Das tat ein bisschen weh und da bin ich mir... Ah, da hat sie die Beine befreit, deswegen. Ich dachte nämlich gerade... Und was war... Also, manchmal passieren hier Dinge, wo ich nicht ganz sicher bin. Was fehlt der Animation? Weil... Normalerweise, ich kenne das, vor allem wenn sie ihre Füße wieder eisig macht, dann
macht sie da eigentlich so ein Windhauch, nicht wahr? Aber irgendwie, das hat sie gerade eben nicht so wirklich gemacht. Haha! Jetzt bin ich dadurch durchgekommen. Energieschneider auf die Beine. Ja, au, okay. Ich glaube, da haut sie so ein paar Teile nach hinten, oder? Komm schon! Typ! Okay. Keine Ahnung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so sinnvoll ist, das zu machen. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es weiterhin. Und wir werden sehen. Da schon wieder. Jetzt! Das sieht eher danach aus, was ich kenne. Vielleicht habe ich da bisher bloß irgendwie die Animation nicht gesehen. Kann auch sein. Oh, hi. Du bist sehr nah. Ich glaube, du warst... Oder ist das vielleicht gerade im Agro-Zustand gewesen, weil... Das ist so eine Sache, bei oh wow, ah, das ist die Mine, ach krass. Gerade bei Gamot kann man sehr, sehr lange Zeit einfach bloß an ihren Hinterbeinen bleiben oder sowas und überhaupt nicht sehen, was da überhaupt passiert. Gamot, bitte nach vorne kommen. Go, go, boom, wow, das war halt gar nichts, ne? Da ist halt gar nichts passiert. Das war so pluff. Ich meine, Gamot war da vielleicht jetzt auch ein blödes erstes Beispiel für die Mine. Weil das Biest aber so massiv überdimensioniert ist. Aber, naja, okay. Passt schon. So, hey, wir haben ihn zumindest mal, immerhin mal aus dem Gebiet gescheucht. Mal sehen, was es dann, ja, für uns heißen wird. Ich hoffe mal, wir haben ihr wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. Also Agro ist sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das erste oder zweite Mal, aber wie gesagt, sie ist zumindest mal Agro. Das ist also schon mal irgendwo ein gutes Zeichen. Oh wow, das ist gleich die nächste Mine oder... Nee, die Schockfalle sogar. Krass. Da sollte ich jetzt eigentlich sogar in ihr Gesicht hauen. Das kriegt man eher selten mit. Ah, verdammt. Ärgerlich. Dass sie da gerade dann hochguckt. So schade. Es wäre so schöner Schaden gewesen dadurch. So. Wo wir gerade von schöner Schaden reden. Wir müssen hier dringend mal ein bisschen was reißen. Hi, Affe. Das war irgendwie merkwürdig. Das geht doch auch an den Hinterbeinen, oder? Ich dachte eigentlich, das geht an allen Beinen. Ich hoffe es mal. Okay, Waffenstärke ist gesunken. Wir haben den Wagemutstil. Ich sehe bloß Gamot. du machst gerade eben nichts, zumindest nicht in meine Richtung. Oh doch, ja, das ist nämlich das Problem. Ja, ich hätte eh nichts gebracht, weil meine Waffe weggesteckt war. Schade. Aber ich hab's kommen sehen, dass das passiert. Direkt hinter ihr zu stehen ist auch uncool. Sind beide meine Katzen tot? Ja, und alle Affen, toll. Oh, hallo, oh Gott. Sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Was tust du da? Auf damit. Ach, du machst alles wieder eisig. Nein! Na, komm schon. Oh, meine Güte. Ja, okay. Ja, ich muss dringend nachladen. Also, beziehungsweise dringend meine Axt rausholen. Meine Güte. Das war vielleicht blöd. Ne, okay. Ich dachte, ich hätte vielleicht direkt Y drücken sollen. Okay, da habe ich wenigstens den Schnee befreit, aber definitiv noch nicht den Fuß zerstört. Oder? Ja! Was waren die Nebenquests? Fuß zerstören? Ich schätze mal. Ja, guck mal, der ist auf jeden Fall zerstört. Sehr schön, okay. Ersten haben wir, während sie da noch liegt. Ich komme da gerade eben eh schwer raus. Deswegen machen wir das jetzt gerade eben so. Das sollte auf jeden Fall auch gut Schaden machen. Ja, da haben wir auf jeden Fall den Schnee weg. Fuß ist auf jeden Fall noch nicht zerstört, aber Schnee ist weg. Also wir haben schon mal Schaden gemacht, das ist schon mal ganz gut. Okay. Hat mir das gerade trotzdem noch Schaden gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber fast, oder? Oh Gott. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Das war gerade eben gruselig, dieser Effekt. Den sollen wir ja, glaube ich, normalerweise aus einer anderen Kameraperspektive sehen. Also ein bisschen weiter entfernt. Das war aber gerade eben nicht sehr angenehm. So, Heißgetränk. Ration hauen wir noch mal rein. Dann füllen wir noch mal. Okay, ein Bein ist zerstört. Wir können noch mal ihren Schweif, also den Schnee im Schweif kaputt machen. Den kann sie auch nicht mehr aufladen.
Dann hätten wir das mal fertig. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche besonderen Sachen gibt, wenn man das macht. Aber egal. Eine Bestienträne. Okay. Wir können jetzt doch mal versuchen, auf dich drauf zu klettern. Oh. Schnell weg. Ganz schnell weg. Au. Können die Energieschneide benutzen. Also erstmal würde ich mich ganz gerne wieder heilen, weil ich gerade eben schon wieder ziemlich am Ende bin. Nein. Oh, und auch noch das echte Gesundheitshorn. Ah, verdammt. Ich meine, ist ja schön, dass Flausch das macht, aber war halt gerade wieder der schlechteste Zeitpunkt dafür. Energieschneide, komm schon. Das war, okay. Ich muss mit dem Winkel rechnen, wo wir das machen. Oh, nice. Das war eigentlich gerade ziemlich cool, muss ich sagen. Ah, ist auch noch Flausch. Das ist gar nicht Blob, das ist Flausch, die das gerade macht. Flausch haut rein. So. Das zweite Hinterbein noch zerstören können. Das war gefährlich. Mal sehen. Das war der Schweif, aber egal. Da nochmal drauf. Komm schon. Einfach weiter auf die Beine. Diese Dornen können wir auf jeden Fall gebrauchen. Die braucht man immer mal für ein bisschen was. Sehr schön. Wagemut. Sehr schön. Da haben wir zumindest den Schweif freigelegt. Oh. Eis hat es ja auch bloß an diesem einen Bein. Au, ey. Lass das. Oh, oh. Okay, da kommt direkt die Heilung. Ja, gut. Dankeschön. Okay, und sie sabbert. Perfekt. Ah, eigentlich sollte ich jetzt in den Axtmodus gehen. Weil den Wagemutstil jetzt gerade... Wobei, nee. Ich hätte kurz meine Fiolen aufladen sollen. Das wäre das. Mache ich jetzt auch. Das ist auf jeden Fall das Sinnvollste. Ja, das bringt gar nichts. Energieschneide haben wir auch wieder bereit. Da ploppt sie einfach weg. Okay. Oh Gott, hi. Falsches Bein auch. Achso, die Beine, die zerstört wurden, kann sie gar nicht mal einfrieren, oder wie war das? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, komm schon. Nein, renn nicht weg. Wir sind noch nicht fertig hier. Okay. Oh. Mine oder Schockfalle? Oh, die Mine, okay. Ich meine, die Mine geht auch. Ja, noch ein Stück. Du musst halt... Yes! Nice, wenn ich jetzt bloß aufgetaut wäre. Okay, danke, Katze. Ach, wenn ich jetzt bloß irgendwas hätte, um anzugreifen. Blöd. Oh, schade. Sehr schade. Richtig schade. Da schön, weil man kann den Rüssel kann man brechen, aber man kann, glaube ich, auch die... Nee, bloß ihre Platte, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir können auch mal versuchen, sie zu reiten. Das haben wir die ganze Zeit jetzt noch nicht gemacht. Wir haben uns gerade eher auf die... Da, Reiniger. Danke. Ich muss auch mal nachschärfen. Das geht doch so nicht. Oh, wow. Okay. Das macht keinen Schaden? Was? Ich hätte jetzt definitiv gedacht, dass es Schaden macht. Nicht auf mich. Nein, Mann. Ich wusste nicht, dass du das in alle Richtungen werfen kannst. Das ist doch uncool. Nö. Spammt sie das einfach. Unglaublich. Hi. Ihr auch hier? Die haben irgendwie auch keinen Bock auf sie. Meine Güte. So. Schnell mal was futtern. Und gleich wieder rein. Gibt's ja nicht. Ich will das zweite Bein auch noch zerstören. Das gibt's genauso wenig, dass wir da jetzt einfach nicht weiterkommen damit. Zumindest mal ein Sprungangriff. Das kann jetzt natürlich ziemlich schwierig werden. Auch hier definitiv wieder der Sprungstil. Sehr, sehr gut. Auf den Rüssel! Ist irgendwie schon fies, ne? Selber schuld, wenn man seinen Rüssel... die Angelegenheiten anderer steckt. Wobei, eigentlich stecken wir gerade unseren Rüssel in ihre Angelegenheiten, aber... No, oh Gott, das war so... Ja, toll. War so knapp, aber dann halt vom zweiten Angriff noch getroffen. Großartig. Ohoho. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay. Ich weiß nicht genau, was das für ein Angriff war, aber egal. Yes! Sie liegt.
Jetzt dürfen wir es bloß nicht vermasseln. Das erste Mal haben wir es ja vermasselt, nicht wahr? Weil ich nicht genau weiß, was ihre Angriffe so genau sind. Ja, zum Beispiel da. Hätte ich jetzt lange Zeit angreifen können, aber ich wusste nicht genau, wann ihre... Ja, ihr Schadenspunkt theoretisch beginnt. Und der Punkt, wo sie uns wirklich abschüttelt. So, nice. Wir haben gerade eben geschärft, das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier ein bisschen draufhauen. Sie liegt ja auf jeden Fall schönerweise auch eine Weile. So, dann dort und jetzt, ich weiß gerade gar nicht, was da der beste Punkt ist. Oh ja, so viel zu, sie liegt eine Weile, ne? Das war definitiv keine Langeweile. Ach, guck mal, ihr zweiter Fuß ist schon gebrochen. Ach ja, okay. Aber erst gerade eben, oder? Ah, sie humpelt? Schwierig zu sagen bei so einem Biest, ne? Ja, oder? Sie humpelt schon. Ansonsten läuft sie ja anders. Na toll. Das hat gar nichts gebracht. Wir können es eigentlich vergessen, ihren Rüssel zu brechen, oder? Ja, sie humpelt schon. Ich probiere es mal, sie zu fangen. Wäre jetzt natürlich super, wenn die Katze jetzt die Bombe gleich legen würde, aber das wird, glaube ich, eher nicht passieren. Oh Gott, nein! Verdammt, sie war doch schon so schwach. Ich wollte jetzt eigentlich bloß nochmal zwei, drei Mal auf den Rüssel draufhauen, weil das gerade so gut funktioniert hätte. Verdammt, ja gut, okay. Gamma-Zeug ist eh nicht so gut, finde ich. Es gibt sicherlich Leute, die finden es sehr gut, aber ich bin da jetzt nicht so begeistert von. Okay. Damit haben wir die Gamut erledigt. Wunderschön. War eine gute Quest, würde ich sagen, oder? Das ging jetzt eigentlich. Sie ist halt doch sehr langsam, dafür gewaltig. Aber ja, gerade zum Beispiel, wenn man sich eher bei ihren Hinterbeinen aufhält, kann sie einem nicht so viel tun. Und dadurch, vor allem jetzt eben im Lore-Rank, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch geht das, denke ich, dann schon besser. Wir haben beide Hinterbeine bekommen. Rüssel, ja, haben wir jetzt ein bisschen geschlagen, wird aber wahrscheinlich nichts bringen. Aber passt. Passt auf jeden Fall. Schön, schön. Und damit haben wir die Nummer 2 erledigt. Oh Mann. Das nächste Biest, das das Dorf bedroht. Oder, naja, die Dörfer, sagen wir es so. Und, naja, zumindest haben wir jetzt das große Biest mal erledigt. Ab jetzt werden sie nur noch kleiner. So, scharfe Reißzahn, aber wir haben keinen Skalp, Rotfell, wir haben keinen Dorn bekommen. Die Dorn bekommt man doch von den, na, ein Rotfell. Die Dorn bekommt man doch von den Punkten, nicht wahr? Auch das ein Rotfell, ja, okay, schade. Von den Beinen bekommt man doch die Dorn, oder täusche ich mich da jetzt gerade? Ich dachte eigentlich. Ja gut, dann halt eben nicht. Flauschstufe 17, sehr schön. Gildenkarte wurden neue Titel hinzugefügt. Schlimmer geht immer, wurde der Galerie hinzugefügt. Sehr, sehr schön. Und wir gehen dann gleich nach Yokomo und schauen, was die Dorfchefin von uns will.